Nach der durch eine Strafanzeige gegen die Verteidigerin Beate Zschäpes entstandene Unruhe im NSU-Prozess geht derselbige wie gewohnt weiter. Was in dieser Woche aktuell im Gerichtssaal passierte, darüber hält uns unser Berichterstatter Fritz Burschel auf dem Laufenden. Schönen guten Morgen, Fritz. Guten Morgen, hallo. Ja, also auch im eigentlichen Prozessgeschehen ging es in den letzten Tagen weiter, trotz aller möglichen Misstrauens- und Entbindungsanträge der Verteidigerin und gegen die Verteidigerin von Beate Zschäpe. Womit ging es denn weiter? Also was hat sich in den letzten Tagen im Gerichtssaal zugetragen? Ja, also der Dienstag war gekennzeichnet von einer sehr langen Befragung eines weiteren Zeugen aus der Nazi-Szene. Also wenn ich das so überschlage, dürften das ungefähr 6 Stunden gewesen sein, die Sandro T. befragt worden ist. Und sehr eloquenter 40-Jähriger, der seit 10 Jahren in Kuwait als Mechatroniker lebt und arbeitet, der sehr ausführlich erzählt hat, aber es war schon sehr durchsichtig, was er mit seiner Aussage im Schilde führte. Er scheint bis heute ein überzeugter NPD-Anhänger und Nazi zu sein. Das heißt, er hat natürlich versucht, seine ehemaligen oder immer noch Kameraden in den schillerndsten Farben zu schildern, ihnen die besten Attribute zuzuweisen. Ralf Wohlleben sei fair gewesen, ein Organisationstalent, ein guter Kamerad und so diese üblichen Sprüche. Selbst Uwe Böhnhardt, dessen Bild sich im Laufe des Prozesses schon als ein sehr gewalttätiger Mann herausgeschält hat, den schilderte er ebenfalls als eher zurückhaltend und unauffällig. Also das war schon sehr durchsichtig. Was auch wirklich anstrengend war, war, dass er sehr viel Propaganda loswerden konnte, also verharmlosend das politische Engagement als Rechter im damaligen wiedervereinigten Deutschland und weiß der Kuckuck, was er da nicht alles erzählt hat und wie engagiert sie damals waren gegen die NATO. Und also man hätte das Gefühl gehabt, wenn man nicht wüsste, in welchem Kontext das steht, es hätte genauso irgendein linker Aktivist sein können, der da redet, und das war wirklich bizarr zum Teil. Der wurde sehr lange befragt, er hat auch so ein paar, sagen wir mal, ganz interessante Geschichten aus der Aufbauzeit des Thüringer Heimatschutzes erzählt. Das hat nochmal das Bild schon auch ein bisschen abgerundet, also es war jetzt nicht nur verschenkte Zeit, aber doch über weite Strecken. Und gestern ist es, ein weiteres Mal zu einem Eklat um den inzwischen schon fast berühmten Reinhard Görlitz gekommen, den zweiten V-Mann-Führer von Carsten Schipanski, dem Brandenburger V-Mann Piatto. Da ist es insofern zum Eklat gekommen, als er diesmal auftauchte, erstens mit einem Zeugenbeistand, den er bei der ersten Befragung nicht dabei hatte. Er war wieder vermummt und mit Perücke ausgestattet und weigerte sich mehr als einmal Aussagen zu tätigen, woraufhin die Verteidigung von Ralf Wohlleben ihn tatsächlich sehr, sehr gekonnt, das muss man ihn wirklich lassen, auf die Hörner genommen haben und schließlich dazu beigetragen haben, dass die Befragung von Görlitz eingestellt werden musste, weil es ging um die Unterlagen, die er dabei hatte. Und es wurde also dann in einem wirklich spannenden Schlagabtausch darüber gerechtet, ob diese Unterlagen nun Verschlusssachen seien, ob sie beschlagnahmt werden dürfen, was der Angeklagte dort mit sich führt. Und das war ein ausgesprochen schräges Geschehen, zumal man sich ja doch immer wieder vor Augen führen muss, dieser vermummte, mit Perücke ausgestattete Mann ist Staatsbeamter, der zum Schutz der Demokratie quasi beauftragt ist. Und man hat das Gefühl, es ist dort ein sinistrer Dunkelmann, der sich verstecken muss, der nicht aussagen will, der sich verhält, wie viele der Nazi-Zeugen sich hinter Erinnerungslücken verschanzt und so. Und das ist wirklich eine ausgesprochen schräge Szene gewesen. Jetzt steht halt die Frage, wer wollte wissen, was in diesen Unterlagen stand oder steht, die er mit hatte, beziehungsweise wer wollte es nicht wissen oder wer wollte verhindern, dass es an die Öffentlichkeit kommt?
Ja, der Zeugenbeistand, also es hat sich da eine recht schräge oder bizarre Koalition ergeben zwischen der Verteidigung und der Nebenklage, weil die haben gesagt, na klar, wenn er diese Unterlagen zu seiner Vorbereitung verwendet hat und in einem Aktenordner von A nach B gebracht hat, in den Gerichtssaal und im Gerichtssaal sie vor ihm liegen, dann sind sie Prozessstoff und müssen dem Gericht auf Wunsch vorgelegt und offengelegt werden. Und das wollte natürlich die Bundesanwaltschaft verhindern, die gesagt hat, Behördenakten sind von Beschlagnahme ausgeschlossen, das ist nicht möglich. Das hat aber den Richter Götzl nicht daran gehindert, sie versiegelt entgegenzunehmen und Innenministerium in Brandenburg anrufen zu lassen über den Zeugenbeistand, um zu klären, ob diese Akten tatsächlich Verschlusssachen sind, nicht öffentlich gemacht werden dürfen, nicht mal dem Gericht zugänglich gemacht werden. Also die liegen jetzt versiegelt in München beim Senat und man wartet darauf, was von Innenministerium Brandenburg für eine Einstufung dieser Papiere kommt. Und das ist natürlich auch ein ziemlich unerhörter Vorgang. Man möchte es ja beinahe erfreulich nennen, dass es jetzt wieder inhaltlich weitergeht im NSU-Prozess. Thema war ja unter anderem auch das Ausspähen der Tatorte des NSU. Inwiefern wurde darüber gesprochen? Also es war gestern auch ein BKA-Beamter da, der die Ermittlungen in diese Richtung zusammengefasst hat. Also er war beauftragt, die verschiedenen Ermittlungsstränge zu hinweisen aus dem Brandschutz in der Frühlingsstraße in Zwickau, dem abgebrannten letzten Unterschlupf des Trios, zu sortieren, zu sichten und zuzuordnen. Und der hat schon auch ziemlich heftige Geschichten erzählt darüber, wer zum Beispiel alles ausgespäht werden sollte, wer auf der Liste stand der Leute, die ja deren Daten der NSU damals gesammelt hat. Also er hat namentlich natürlich nur den damaligen stellvertretenden Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Klaus-Dieter Fritzsche, genannt, der auf dieser Liste stand, hat aber auch erwähnt, dass auf dieser Liste von Personen und Tatorten auch Kindergärten, Pfarrer und Organisationen, also Institutionen, kirchliche Institutionen, aber auch andere konfessionelle jüdische Institutionen gesammelt waren. Und dann kam es zu einem ziemlichen Eklat, als er sagte, da seien auch islamistische Organisationen drauf. Und auf Nachfrage der beiden türkischstämmigen Anwälte Narin und Daimar Güler, ob er tatsächlich islamistisch gesagt hätte und inwieweit er das qualifizieren könnte, hat sich darüber keine Gedanken gemacht. Das seien halt islamische Einrichtungen gewesen, unter anderem ein islamischer Kulturverein. Und daraufhin haben Narin und Daimar Güler natürlich Protest angemeldet und haben gesagt, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass hier in dieser nonchalanten Weise Islam und Islamismus ins Eins gerührt werden. Und Daimar Güler hat noch den Hinweis gegeben, den ich sehr wichtig fand. Es ist offenbar so gewesen, dass die Personen, die nicht prominenten Personen, die so ein bisschen, nebenbei auf dieser Liste stehen, dass die zum Teil nicht oder wahrscheinlich nicht befragt worden sind. Und Daimar Güler sagt halt, das sei eine der großen Unterlassungssünden bei diesen Ermittlungen gewesen, dass diese Leute nicht befragt worden sind, um herauszukriegen, auf welche Art und Weise der NSU seine Opfer und seine Tatorte ausgesucht hat. Also man sieht, oder sagen wir mal, gestern ist nochmal offenbar geworden, welche unglaublichen Ermittlungslücken da noch vorhanden sind, die vielleicht, wenn man sie schlösse, Aufschluss geben könnten darüber, wie der NSU seine Opfer und seine Anschlagsorte ausgewählt hat. Und kommen wir mal von den Tatorten zum Wohnorten des NSU-Trios, also die Zwickauer Frühlingsstraße, in den Trümmern des ehemaligen Quartiers, der ehemaligen Wohnung des Trios. Da sind ja auch viele Beweisstücke gesammelt worden im Nachgang. Wie wurde das in dieser Woche auch nochmal behandelt? Oder wie sah es aus? Das war derselbe Beamte und das waren die von mir erwähnten Listen, aber da geht es auch zum Beispiel um Kontaktausspähungen oder da steht dann beispielsweise hinter dem Namen eines Politikers sowas wie Rote Sau oder sowas, also sehr unflätige Kennzeichnungen dieser ausgewählten Personen. Aber es sind auch Karten gefunden worden und Listen mit Adressen von
möglichen potenziellen Zielen. Das ist eine Mutmaßung natürlich, aber es ist doch sehr wahrscheinlich, dass auf diesen Papieren entsprechend für die Zukunft Pläne geschmiedet wurden, wo man Anschläge ausüben könnte und so weiter. Und das ist alles aus dem Brandschutz rekonstruiert, aber eben, wie gesagt, nicht in der Ausführlichkeit, in der es vielleicht angesagt gewesen wäre, dass man einfach nochmal Hintergründe ausforscht. Es gibt also zum Beispiel für München gibt es dort 88 Hinweise in diesem Brandschutz, die auf Münchner Namen, Münchner Adressen und sowas verweisen. Und dem ist zum Teil eben einfach nicht nachgegangen worden. Oder zumindest wusste dieser BKA-Beamte, der da die Zusammenfassung machte, nichts davon. Und zum Schluss noch eine Frage, doch nochmal das Verhältnis JAPES zu ihren Verteidigerinnen betreffend. Hast du den Eindruck, nach der anstehenden Sommerpause, die ja nächste Woche beginnt, wird sich das alles ein wenig wieder entspannen? Oder also weiterentwickeln? Diese Hoffnung darf man hegen. Es war, was das angeht, eine völlig ruhige Woche. Es ist mit keinem Wort erwähnt worden, dass Beate Zschäpe ja gegen ihre drei Verteidigerinnen und Verteidiger eine Strafanzeige gestellt hat, die übrigens auch schon von der Staatsanwaltschaft München 1 zurückgewiesen worden ist. Also da ist offensichtlich einfach nichts dran. Mangels Straftat, so heißt es in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft. Und insofern ist das Bild unverändert. Das heißt, Beate Zschäpe kungelt jetzt nur noch mit ihrem neuen vierten Anwalt Grase. Die drei anderen, die würdigt sie keines Blickes. Die sind aber auch wieder ein bisschen aufgewacht, auf so einer Art Schockstarre, haben sich auch mal wieder zu Wort gemeldet, haben auch interveniert bei der Befragung des Verfassungsschützers und so. Also man hat das Gefühl, es kehrt jetzt wieder eine andere, aber doch eher ruhigere Alltagssituation ein. Also da scheint jetzt erstmal Ruhe zu sein und die brauchen wir auch alle, sage ich mal so. Es war auch wieder so, dass es rammelvoll war. Die Leute erwarten im Grunde von jedem Prozesstag, dass die große Sensation passiert, die definitiv diese Woche nicht passiert ist. Wenn man davon absieht, dass Kommissar Borowski, Axel Milberg zu Besuch war, aber ansonsten war es ruhig und recht spannend und interessant. Also die Öffentlichkeit hat weiter ein Auge auf den NSU-Prozess. Das berichtet unser Prozessberichterstatter Fritz Burschel, der übrigens, wir sagen es nochmal ausdrücklich an dieser Stelle, nicht nur für Radio Lotte berichtet, sondern auch für den NSU-Watch und für die Rosa Luxemburg oder im Auftrag der Rosa Luxemburg Stiftung unterwegs ist. Fritz, vielen Dank für den Bericht. Sehr gerne. Tschüss, schönen Tag.